Grossmeister vom Techno, die Schweizer Yellow, Mean Monday. Der ist 3 am Friday, am 19 Minuten vor der 7. Willkommen, einmal mehr, in der reizüberfluteten Welt. Nachrichten, Mandy bis Sunday, 24 Stunden am Tag von allen Seiten. Man muss das jeweils ein bisschen sortieren zum Schluss der Woche, dass man den Überblick behaltet. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir sortieren die Woche immer auf DRS 3 und live natürlich zum Mitschauen auf SF 2, gerade jetzt. Und was hat uns beschäftigt? Natürlich, Italien ist sich politisch am neu erfinden. Der Berlusconi ist ja weg von der Macht. Schluss mit TV-Girls in der Politik, Schluss mit korrupten Politikern. Jetzt übernehmen die, die können rechnen, die Technokraten. Ja, salli zusammen, da ist der Baschi. Ja, wie gesagt, ich finde es voll geil, oder? Richtig hart. So voll Schizotechnokratenmässig regieren oder in dem Sinn DJ Antoine-Style und so. Das wird übel schon zum Anfang. Tatsächlich aber, wenn Technokraten regieren, ja, führt das zu musikphilosophischen Gedanken. Zum Beispiel beim Ex-Mr. Schweiz Renzo Blumenthal. Warum Techno bei der Cinca? Das ist doch eine Domino Malone besser als Bunka-Bunka-Musik. Hoffentlich leben in Italien keine Delfine. Aber es ist eine Tatsache, Italien sucht nach einer politischen Zukunft. Europa hofft jetzt hier auf einen schnellen Erfolg. Der Altbundesrat Moritz Leuenberger beobachtet die Entwicklungen von unseren südlichen Nachbarn aus einer gewissen Distanz ganz genau. Ja, natürlich. Endlich sind die Showgirls weg. Das führt zwar zu einer schlechteren Konkurrenz in der italienischen Politik, aber auch zu mehr Kompetenz. Und ehrlich, eigentlich schade. Ich bin immer für Konkurrenz, für mehr Kuscheln, Schmusen. Herr Doriani, wie wär's? Ich komme gerade natürlich, aber jetzt müssen wir alle noch ein bisschen konkreter zum Thema machen. Es gibt ja jeden seinen Senf dazu. Kennen erst um einen Kommentar zu schaden. Wir freuen uns, haben wir echt fundierte Worte zu der Italien-Frage hier. Wie das Wort vom Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel. Ja, die Sache ist die. Die italienische Buse- und Vödli-Politik war eindeutig penisgesteuert. Aber jetzt kommt eine kompetentere Zukunft. Man kann auch sagen, die italienische Politik hat endlich den Schwanz eingezogen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.